Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei The Witcher 3. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst, würde mich sehr freuen. So, denn ihr euch dazu entscheiden solltet. Das ist natürlich, habe ich schon immer wieder gesagt, die Voraussetzung dazu. Ja. Und wir sind nämlich jetzt auf dem Weg, Drachenwort zu finden. Nachdem wir das gefunden haben, haben wir fast alles durch. Dann machen wir noch das hier, dann machen wir noch das hier. Die beiden Fragezeichen da oben, das hier unten, das Fragezeichen machen wir noch. Vielleicht machen wir das hier noch fertig. Das hier vielleicht noch fertig und das war's dann erstmal. Danach gehen wir dann nach Ochsenfurt in die Richtung. Ja, da haben wir auch auf Ochsenfurt zur Richtung hin auch alles schon erledigt. Dann werden wir mal in Ochsenfurt gucken. Aber wir werden natürlich noch alle Nebenquests machen, die wir machen können bisher. Wenn wir jetzt noch einen Hexerauftrag haben, den wir erledigen können, dann machen wir den. Danach ist dann vorbei. Danach ist dann nichts mehr. Also, an Nebensachen. Erstmal. Danach werden wir erstmal wieder jede Menge Nebenquests, Hauptquests, Dinger und Pipapo machen. Ihr versteht schon, ne? Wir werden einiges erledigen. Oh, was ist das denn da gewesen? Ein Schneehase. Hier drin sind irgendwelche Gegner. Vermutlich Wölfe, wie es klingt. Oder Werwolf. Kann natürlich auch sein. Werwölfe. Ne, Gude. Drachenwurz. Ob der Alte damit wirklich in die Zukunft sehen kann? Vermutlich nicht. Vermutlich ist es ein Potenzmittel und der will einfach nur nochmal ordentlich, bevor er stirbt, ordentlich nochmal eindrücken. Irgendwie sowas wird es doch sein. Sei doch mal ehrlich. So wird es sein. Also vielleicht halte ich auch das Falsche von dem Herrn Wahrsager. Vielleicht hat er ja auch recht, vielleicht sieht er die Zukunft. Bin doch nicht frech. Ihr hört es doch nicht, also. Ist das ein Bär, der da hinten ist, oder ist das auch was Größeres? Keine Ahnung, ist auf jeden Fall relativ weit weg. Zurück. Ich bringe dir, was du haben wolltest. Danke. Jetzt einen Moment, bitte. Ich sehe einen Wolf, der auf einen einzelnen Turm zuhält, im Schneesturm. Er folgt der Schwalbe. Aber die Schwalbe hört nicht auf das Heulen des Wolfs. Sie fliegt immer höher, weil sie weiß, dass es ihr letzter Flug ist. Estuart Esse. So wird es sein. Haltet Ausschau nach den Zeichen. Die Welt wird in Frost ersterben und wird mitsamt einer neuen Sonne wiedergeboren werden. Aus dem älteren Blute heraus wird sie wiedergeboren, aus dem Hen ich her, dem ausgesäten Samenkorn. Idlines Prophezeiung. Lass mich. Geh. Geh jetzt. Okay, er hat nicht gelogen, der gute Herr. Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Es scheint es gar nicht gut zu gehen. Sie sagt, sie hätte verdorbenes Fleisch gegessen. Fleisch?
Woher hatte sie das denn? Weiß ich nicht, aber man sagt, ihr Mann würde immer dorthin gehen, wo gekämpft wurde. Menschenfleisch. Git. Sie schon kommen, die haben irgendwelche... Haut ab mit eurem Menschenfleischessen hier. CD Projekt Red, möchtet ihr mir irgendwas sagen damit? Findet ihr Menschenfleisch geil oder was? Ihr Perversen. Ach, Hexe, wenn du nicht gewesen wärst. Ja, ne, wenn ich nicht gewesen wäre. Dann wären eure Aufträge nicht erfüllt worden, das stimmt. Hätte ich meine Ruhe gehabt. Wenn ich nicht gewesen wäre, hätte ich meine Ruhe gehabt, das stimmt. Keine Ahnung, ob hier noch was Wertvolles ist. In den Häusern oder so. Ich werde nicht so der Freund davon, jetzt alle Häuser hier mal zu durchsuchen. Bin ich halt nicht so spannend, wenn ich ehrlich bin. Wir haben eh schon so extrem viele Sachen im Inventar. Sieht auch nicht so aus, als wäre hier irgendwas Wertvolles, wenn ich ehrlich bin. Nee, da ist halt nichts, ne? Wieso soll ich denn keine große Klappe haben? Potato ist der Einzige, der den Leuten hier helfen kann. Merkt man doch. Da kann man auch eine große Klappe riskieren. Aber ich tue es ja gerne. Irgendwie. Gib dir Geld, immerhin. Oh mein Gott. Was ist das für ein Vieh? Seht ihr das? Das schleicht sich sogar mich an. Das hat mich schon erkannt. Es schleicht sich sogar schon an mich. Wollen wir es versuchen? Ich laufe weg, wenn es zu stark ist. Krabbenspinne! Igitt! Igitt! Was ist das für ein Vieh? Verdammt! Nicht gut. Krabbspinne, nicht Krabben. Krabbspinne. Widerliches Vieh. Krabbspinnen. Narache en wird en diesen. Keine schlafenden Krabbspinnen wecken. Elfensprichwort. Mächtige Greif- und Beißwerkzeuge und Griffdrüsen, randvoll mit tödlichen Toxinen. Dies ist das Waffenarsenal der Krabbspinnen. Da sich die Kreaturen vorwiegend von Menschen und Nutzvieh ernähren, machen Krabbspinnenaufträge oft einen Großteil der Hexereinkünfte aus. Widerliches Vieh. Ganz eklig widerliches Vieh gewesen. Es sind Soldaten gekommen. Ich weiß nicht, ob es unsere oder ihre sind. Es ist mir auch egal. Ich hörte sie auf der Straße heranreiten. Ich verstecke mich. Ich vernagelte die Tür. Vielleicht hält sie das ab. Sie verbrachten die Nacht mordend und vergewaltigend. Ich habe durch die Risse in der Wand genug mit angesehen. Musste mir in die Finger beißen, bis auf den Knochen, damit ich nicht schreie. Weiß nicht, ob sich sonst noch jemand versteckt hat. Vielleicht nicht. Ich sah, wie sie Antosch erwischten. Der hatte sich in den Feldern versteckt, beim Heuhaufen, in dem er seine Sachen hat. Sie schlugen ihn tot.
Sie haben mich gehört. Sie wissen, dass ich hier drin bin. Ich habe nicht aufgemacht, als sie an der Tür schlugen. Ich dachte, sie räuchern mich aus, wie die, die sich in der Kornkammer versteckt hatten. Dann sind sie auf die Pferde gesprungen und davongeritten. Jetzt ist es still. Man hört nur die Fliegen bei den Leichen. Ich habe versucht, die Tür zu öffnen, das Fenster, mich rauszugraben, ein Loch in die Wand oder das Dach zu kriegen, nicht zu machen. Ich hörte Leute, die die Leichen geflattert haben. Ich weiß nicht, was es bei denen außer schmutzigen Hemden und Fußlappen noch zu holen gibt. Ich rief um Hilfe. Sie reagiert nicht. Jetzt kommt nur noch die Gule. Der Arme. Vom Regen in die Traufe. Hallo, ihr Gule. Tanzen wir. Bandit. Was machst du denn hier? Einfach ein einzelner Bandit, okay. Ach. Und da ist das Versteck. Ich kann nicht mehr laufen wieder mal. Ich habe wieder so viele Sachen im Inventar. Was ist da los? Gibt es hier einen Schnellreisepunkt in der Nähe? Nee, ne? Nee, natürlich nicht. Komm her, Ferdi. Ich brauche dich jetzt wirklich dringend, Pferd. Oh, das ist ein Banditenlager, was nämlich angezeigt wurde von vorher. Na gut. Aua! Wir ziehen dir die Haut ab! Du hörst die wie Eier! Du Dreckshexer! So, Plötze, komm mal bitte her. Was ist das Wort mir angezeigt hat, das wäre ein Schmiededing gewesen. Plötze, ich bin so schwer. So bitte höre mich. Ich muss los. Plötze, wir müssen reiten. Heya! Du bist so stark und ich so schwach. Mein liebe Plötze. Warte mal. Nee. Der Ort ist hinten. Wenn wir den Ort befreien, dann ist bestimmt ein Händler auch da. Beweg dich! Mach
Kopf ab. So, bitte, Händler. Oh, zwei Händler sogar. Ein Kräuterhändler und ein normaler. Sei gegrüßt. Ja, ich rede mit einem Pfosten. Ich würde... Gut, der hat leider nicht so viel Geld, aber hey, egal. Wir haben auch gar nicht so viel Sachen mitgenommen. Viel Rüstung haben wir, glaube ich, dabei, ne? Aber die Sortierung muss ich nochmal ändern, nach Typ wieder. Das ist deutlich einfacher so. Das Problem ist, sein ganzes Geld ist dann weg und das ist kaum Gewicht, was ich dann verliere. Selbst die Dinger hier sind so viel wert. Unser Gewicht ist zumindest schon mal ein bisschen besser. Leb wohl. Wir müssen zu einem anderen Händler, aber ist die Frage, haben wir jetzt einen Schnellreisepunkt hier? Nee, ne? Nee. Es ist ein bisschen schade. Hier ist ein Dorf gewesen, aber was ist mit diesem Dorf los? Warum ist da kein Schnellreisepunkt bei dem Dorf? Schneller. Ich würde gerne mal wissen, was bei dem Dorf ist. Verlassen das Dorf. Bandit! Rette Yakoda, ich bitte dich! Nur noch ein kleines bisschen. Sollen die Deppen die Banditen doch sind mit meiner Yakoda davon. Hilfe! Nicht so glauben, da lang! Was? Dort lang! Auf sie zu! Grunzer, mitten im Nicht. Ein echtes Bankett? Woher habt ihr das ganze Fleisch? Wir haben hier lauter Schweine gefunden. Eins davon haben wir gebraten. Willst du einen Happen? Wir haben genug. Ich verzichte, danke. Selber schuld. Kaius, schneid uns noch einen Lappen runter. Nein, das geht zu weit. Sie haben Yakoda gebraten. Diese Ratten. Ach, er nun wieder. Willst du noch mehr Dresche? Worum geht's denn? Sie haben Yakoda geschlachtet und gebraten, Halunken! Immer das Gleiche. Hilft nichts, ich muss ihn verhauen. Kaius, Jakob, packt ihn! Nein! Aufhören! Hilfe! Er hat euch nichts getan. Lasst ihn los. Da sind wir freundlich und bieten dir einen Braten an. Und du? Von Touristen lassen wir uns nichts sagen. Macht ihn rund, Jungs! Fehler. Bist du verletzt? Nein, aber Yakoda. Sapperlot, sie haben sie gebraten! Du musst das Schwein ja wirklich geliebt haben. Wer bist du? Ich bin Geralt von Riva. Und ich bin Jontek von... also... von hier eben. Lebst du alleine in diesem Dorf? Nee, sie sind zu Hause. Flapp und Hagel und Bebon. Nur Klaus und Igor fehlen. Wer sind Klaus und Igor? Igor ist der Trottel, der Gras isst. Klaus ist der Dorfälteste. Jedermann kennt Klaus. Aber wo die jetzt sind, weiß nicht. Die wurden wohl durch die Schweinemagie genommen. Sind die Schweine magisch? Natürlich. Guck doch selbst. Ja, gut, ich guck mir die Schweine an. Klasse, Mann.
Sieht wie ein stinknormales Schwein aus. Aber das Medaillon wird wild. Jontek hat recht. Eindeutig Sie sind Magie. Verzaubert. Jontek? Ja? Die Schweine, die scheinen in der Tat magisch zu sein. Ja, weil, wegen der Zauberei, die hat sie alle so werden lassen. Und diese Schweine, die waren mal Menschen? Klar, was hast du denn gedacht? Hilf ihnen, verwandle sie zurück. Wie haben die Leute sich in Schweine verwandelt? Das war Magie. Ich habe Igor den Schlüssel gegeben. Er hat die Leute versammelt und sie sind losgezogen. Was für ein Schlüssel ist das? Der hier passt zur Schweinehütte, jawohl. Wo hast du den Schlüssel her? Haha, gefunden. Ich habe ihn Igor gezeigt, ne? Und der hat allen gesagt, dass sie losgehen sollen. Und dann waren sie verwandelt. Ich muss mir die Schweinehütte mal näher ansehen. Wo ist sie? Na da, hinter dem Hügel. Du gehst einfach weiter, bis du hinkommst. Kapiert? Ich werde sie finden. Auch eine interessante Quest, war. Ich repariere mal ganz kurz mein Schwert. Ich gucke erstmal, haben wir noch ein besseres jetzt mittlerweile? Sieht schlecht aus. Okay, das ist doch schon ganz schön weit weg. Komm schon! Wir sollten verduften. Du redest Quatsch. Ich brauche was Schweres. Die Tür will nicht. Wer ist das? Er hat uns entdeckt. Schnappt ihn! Gemeinsam, Jungs! Töten wir ihn! Ein Schinkenbrötchen. Oh nein! Da sind schon Schweine. Jonteks Schlüssel passt doch. Ein Portal, oh ja. Hier sind viele Leute durchgekommen. Und etwas Schweres war auch hier. Was für ein Level hat die Quest eigentlich? Ach, Quest Level 6, alles kein Problem. Das Medaillon vibriert. Das Schwein muss auch aus dem Dorf sein. Moment, das klingt ja wie... Verstehst du mich? Also gut, versuchen wir es. Einmal quieken heißt ja, zweimal nein. Verstehst du? Ich weiß nicht, wie lange du schon hier bist, aber du musst hungrig sein. Ich hab was Leckeres für dich. War wohl lecker. Na gut, reden wir.
Jontek hat gesagt, dass nur der Kräuterkundler und der Dorfälteste fehlen. Dann müsstest du einer davon sein. Bist du Klaus, der Dorfälteste? Bist du der hiesige Kräuterkundler? Ich hab von dir gehört. Igor? Angenehm, ich bin Geralt. Kennst du diesen Ort? Ist es ein Grab? Sind wir in einem Tempel? Warte hier, ich sollte mich umsehen. Tolle Quest, oder? Bis später. Ich liebe dieses Spiel so sehr, für so Quests einfach, das ist so gut. Ich liebe dieses Spiel. Schweinehütte. Jetzt verstehe ich den Namen. Eine Goldmünze auf dem Boden. Hier muss das Gold aufbewahrt worden sein. Dieser Part, ich hoffe, ich erinnere mich dran, dass ich diesen Part der Schweineflüsterer nennen muss. Ich hoffe, ich erinnere mich daran. Hier waren mehrere Leute. Sie haben was rausgeschleift. Grasflecken auf dem Hemd und ein Kräutersack drunter. Das muss der Kräuterkundler sein, Igor. Hier waren mehrere Leute. Sie haben was rausgeschleift. Ich bin zurück. Na gut. Hier war Gold. Weißt du, was damit passiert ist? Lügner. Ich muss mit Jontek darüber reden. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Dies ist ein Tempel und hier war eine Schüssel voller Gold. Jontek hat den Schlüssel gefunden, ihn den Dörflern gezeigt und die wurden gierig. Leider war niemandem klar, dass das Gold durch einen Fluch geschützt sein könnte. Um den Fluch zu brechen, müssen wir das Gold zurückbringen. Ich sollte Jontek fragen. Vielleicht weiß er, wo es ist. Die ganze Transformation scheint ein gemeiner Witz zu sein. Oder schlecht gewirkt von jemandem, der nichts drauf hat. Verbesserte Katzenstahlschwert. Nice. Lasst mein Pferd in Ruhe! Komm schon. Niemand greift Plötze an! Plötze, komm! Wir reiten hier weg! Scheiß Wölfe! Mal ehrlich! Guck mir einfach die Wölfe an und wollen mein Pferd fressen! Ich glaube, ich werde nicht mehr. Ich glaube, die haben einen Clown zum Frühstück gefressen. Okay, Plötze. Rette sie, sonst schlachten die sie. Das war der letzte. Das Dorf ist sicher. Fürs Erste. Jontek?
Ja? Jetzt weiß ich, was mit den Dorfbewohnern passiert ist. Sie wurden verflucht. Ah, und? Kannst du sie entfluchen? Ja, aber ich werde deine Hilfe brauchen. Geht klar. Du wurdest nicht verwandelt wie die anderen Dörfler. Ich würde schon gerne wissen, warum nicht. Weil ich nicht mit ihnen gegangen bin? Du hast kein Gold aus dem Tempel genommen? Nein. Warum sollte ich? Es wurde Gold gestohlen. Daher der Fluch. Weißt du, wo das Gold ist? Ich hab's versteckt. Nun, du musst es zurückgeben und die Dörfler müssen dabei anwesend sein. Was? Hol das Gold. Ich treibe die Schweine zusammen. Wir treffen uns bei der Mühle und gehen alle zusammen zur Schweinehütte. Das müsste klappen. Wir retten sie. Ich hol das Gold. Irgendwie muss ich sie zusammenhalten. Mit Axi vielleicht? Zur Mühle, Schweinchen. Wartet da auf mich. Na los, Grunzer. Speckarsch. Das klingt ja fast so, wie Wusi immer mit mir redet. Hallo, Speckarsch. Spiel jetzt, Witcher. Sie sind alle hier. Nur Igor nicht. Igor wartet auf uns. Denk dran, wenn wir da sind, legst du das Gold dahin, wo es war. Du holst die Schweine. Ich übernehme das Tragen und Hinstellen. Gehen wir. Genau. Oh mein Gott, Leute. Wir sind einfach der Schweinefänger von keine Ahnung, wie das Dorf heißt. Viecher, sie tun ihnen was. Verdammt. Beschütze sie, verteidige sie. Hab ich doch schon. Was wir jetzt auch mal machen können. Da wollte ich das eine Ding wieder rausnehmen. Jetzt müssten wir eigentlich ein großes herstellen können, ne? Ja. Perfekt. Los geht's! Warte!
Ich bin wieder ich. Danke. Nicht zu früh, Freund. Wir müssen durchzählen. Die Menschen. Einer wurde gebraten. Wir sind noch fast vollzählig. Danke, Weiser. Bedankt euch bei Jontek. Er hat mir sehr geholfen. Aber Jontek hat uns den Schlüssel gebracht. Er muss gewusst haben, dass das Gold verflucht war. Er wollte nicht mit uns gehen. Aber ich hab nicht. Das war Igor. Igor wollte... Da windest du dich nicht raus, du Stinker. Auf ihn! Hilf mir! Der Erste, der die Hand gegen Jontek erhebt, ist sie los. Hey, hey, wir wollten doch bloß... Der Mutant schlitzt uns noch auf. Verschwinden wir von hier. Danke. Geh besser nicht zurück ins Dorf, sonst geht es noch schlimm für dich aus. Du musst einen anderen Ort für dich finden. Ja, was immer das heißt. Alles Gute. Ich glaube, der wird nicht lange überleben, wenn wir ehrlich sind, so trottelig wie er ist. So, können wir das Gold jetzt nehmen? Nein. Sonst werden wir auch zum Schwein werden. Also wir sind ja eh schon Schwein. Wir sind das größte Schwein aller Zeiten. So, meine lieben Freunde. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Geralt von Riva und euer Potato Pet verabschieden sich. Bis dann. Tschüss.